Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Graumähnen oder Kampfgeborene? Habt ihr was an den Ohren? Auf welcher Seite steht ihr? Graumähnen oder Kampfgeborene? Ihr seid neu in der Stadt, was? In Weißlauf gibt es zwei Clans, beide alt und hoch angesehen. Der Unterschied ist, dass die Graumähnen sich vom Kaiserreich abgewandt haben und wir Kampfgeborenen loyal geblieben sind. Ich frage euch also nochmal, Graumähnen oder Kampfgeborene? Früher oder später müssen wir uns alle für eine Seite entscheiden. Von einem Drachen vernichtet. Das ist kaum zu glauben, oder? Was soll ich sonst machen? Gar nichts. Mein Herr, bitte. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrouf empfängt keine Besucher. Wir brauchen noch mehr Informationen, bevor wir handeln sollten. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Wirklich? Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit. Aber es geht mich nichts an, wen die Kaiserlichen hinrichten wollen. Insbesondere jetzt. Was ich wissen will, ist, was genau ist in Helgen passiert? Ich hätte ahnen müssen, dass Ulfric darin verwickelt ist. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfrics Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug! Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt, begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten.
Farengar. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht sie in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Ah, ihr seid kein einfacher Söldner, ein Denker. Vielleicht sogar ein Gelehrter? Nun, als die Geschichten über die Drachen das erste Mal die Runde machten, taten viele sie als Hirngespinste oder Gerüchte ab. Unmöglichkeiten. Einen Dummkopf erkennt man daran, dass er alles abtut, was er anhand seiner eigenen Erfahrungen nicht erklären kann. Doch ich begann nach Informationen über die Drachen zu suchen. Wohin verschwanden sie vor all diesen Jahren? Und woher kommen sie nun? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ödsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Ah, der Drachenstein aus dem Ödsturz-Hügelgrab. Ihr habt ihn schon gefunden. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Nun, hier endet eure Arbeit und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes, der man in Himmelsrand so wenig Beachtung schenkt. Wartet auf mich. Farengar! Farengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernten. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Dann mal los. Irelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt, über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell, schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irelet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irelet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen nur zu gerne sehen. Nein.
Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Noch etwas, Irilet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich habe gesehen, dass ihr dem Jarl geholfen habt. Wenn nur alle Besucher von Weißlauf so heldenmütig wären. Ihr genießt das Vertrauen des Jarl, mein Freund. Und damit auch das meinige. Die Wachen in Drachenfeste behaupten, dass ihr dem Jarl geholfen habt. Ich habe nichts getan. Im Namen von ganz Weißlauf. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Was nach mir ginge, ja. Aber verdammt, ich bin so gut wie nüchtern. Hey, in der beflackten Meere gibt es eine Flasche argonisches Bier. Das gute Zeug. Bringt sie mir. Die werden das nicht mal bemerken. Kommt schon. Argonisches Bier. Ich kann es fast schon schmecken. Vielleicht schafft er es ja noch rechtzeitig dorthin. Ja. Wie können wir denn gegen einen Drachen kämpfen? Das ist eine gute Frage. Von uns hat noch niemand zuvor einen Drachen gesehen, geschweige denn gegen einen gekämpft. Aber unsere Ehre gebietet uns, gegen ihn zu kämpfen, selbst wenn wir versagen. Dieser Drache bedroht unsere Häuser, unsere Familien. Könntet ihr euch Nord nennen, wenn ihr vor diesem Monster davonlauft? Soll ich allein gegen dieses Ding kämpfen? Wir sind gleich mausetot. Aber hier geht es um mehr als unsere Ehre. Denkt nur, das ist der erste Drache, der seit dem letzten Zeitalter im Himmelsrand gesichtet wurde. Uns gehört die Ehre, ihn zu töten, wenn ihr dabei seid. Und, was sagt ihr? Sollen wir einen Drachen töten? Ja, ganz genau. Rücken wir aus. Wenn ihr Tränke braucht, solltet ihr bei Arcadias Kupferkessel vorbeischauen. Los geht's. Wir müssen den westlichen Wachturm erreichen, bevor es zu spät ist.
Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus, aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Nein, zurück! Er ist hier immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Warte, was ist hier passiert? Wo ist der Drache? Antwortet schnell! Ich weiß nicht. Kynaret, rette uns! Er kommt zurück! Da kommt er! Geht in Deckung und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen! Ihr hättet nie herkommen... Schnappt ihn euch! Ihr sterbt noch heute, Drache! Ihr seid tapfer, Balan Hokorom. Vorsichtig! Nein, zurück! Er ist hier immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Wache, was ist dir passiert? Wo ist der Drache? Antwortet schnell! Ich weiß nicht. Kynaret, rette uns. Er kommt zurück. Da kommt er. Geht in Deckung und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Hier drüben. Ihr seid tapfer, Balan Hokorom. Eure Niederlage bringt mir Ehre. Sovngarde.
Nein, zurück! Er ist hier immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Wache, was ist hier passiert? Wo ist der Drache? Antwortet schnell! Ich weiß nicht. Kynaret, rette uns! Er kommt zurück! Da kommt er! Deckung und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Seht an, die nächste Frage, die unter meinen Stiefeln zerquetscht werden wird. Komm schon, wehrt euch! Ihr seid bereits tot.
heute vergessen, wie viel Vergnügen. Dass dieser Riesenechse auch wirklich tot ist. Verdammt gut geschossen, Jungs. Oh, ich dachte schon, wir wären alle dem Tode geweiht. Alle, zurück! Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. Das wäre ein Beweis. Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden, wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irilet, sagt doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben.
Wir haben hier einen toten Drachen. Und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskarl. Ihr seid kein Nord. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, wie in den alten Geschichten, dann solltet ihr den Schrei ausstoßen können. Könnt ihr das? Habt ihr es mal versucht? Was ihr da gerade fabriziert habt. Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Ich bin froh, dass ihr an uns bitte kämpft. Puh! Dreckiger Nwar! Das war der brenzligste Kampf meines Lebens. Und ich habe schon viele erlebt. Ich weiß nicht, diese Drachenblut-Angelegenheit, aber ich bin froh, dass ihr bei uns seid. Kehrt besser sofort nach Weißlauf zurück. Jarl Balgroof möchte sicherlich erfahren, was hier geschehen ist. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur dass er ein Freund von euch sei. Das war's dann wohl. Ich muss los. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau. Eure gute Tat des Tages. Arbeitet ihr immer noch in der beflaggten Meere, Olfina? Was soll die Frage? Nur weil ich eine Graumähne bin, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht selbst für meinen Lebensunterhalt. Seht euch nur gründlich um. Ich bin mir sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln.
Die ist zu Hause in Cyrodiil ein ziemliches Problem. Werf deinen Blick drauf. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit kommen. Törichte Alte, ihr habt keine Ahnung. Keine Ahnung. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Alles steht zum Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Bitte kommt wieder. Ich weiß, als Frau hat man es im Himmelsrat nicht immer leicht. Aber bleibt stark, dann werden euch die Männer anwählen. Doch wir waren einst ein Mensch. Ja! Bei Ismir, ihr habt es geschafft. Ihr habt einen Drachen getötet. Über euch gesprochen und behauptet, dass ihr ein Drachenblut seid. Aber das ist doch gar nicht möglich. Gut. Ihr seid endlich hier. Der Jarl erwartet euch schon. Ihr habt den Ruf gehört. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Also ist es wahr. Die Graubärter haben euch tatsächlich herbeigerufen. Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Die Graubärte. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochrodgar gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Teba Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Hungar, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig sie auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass sie dieses Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Hungar, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht.
Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihr? Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt. Es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodka aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Hochrodka ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrodka. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann, zurück zur Tagesordnung, Proventus. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Ja, mein Herr. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Nun, in den alten Erzählungen bedienen sich die Drachenbluthelden der Macht ihrer Stimme, um die Feinde von Himmelsrand zu bezwingen. Wulfhard war ein Drachenblut, Talus ebenfalls, der Begründer des Imperiums, damals in der guten alten Zeit. In den ältesten Legenden, als es noch Drachen in Himmelsrand gab, töteten die Drachenbluthelden Drachen und stahlen ihre Kräfte. Sie sind die Meister des Weges der Stimme, des Schreiens. Sie leben oben auf dem Gipfel des Halses der Welt. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, werden sie mit euch sprechen wollen. In den alten Geschichten rufen sie die Drachenbluthelden herbei, um sie zu unterrichten. Wenn ihr damit den Krieg meint, ich stehe auf der Seite von Weißlauf. General Tullius und seine Freunde im Kaiserreich werden euch erzählen, dass ich ihnen meine Loyalität schulde. Und vielleicht stimmt das. Ulfric Sturmmantel wäre wohl der Ansicht, dass ich dem Volk der Nord verpflichtet bin, da sie für Himmelsrands Unabhängigkeit kämpfen. Vielleicht ist auch das richtig. Der Tag mag kommen, an dem ich gezwungen bin, mein Schwert für die eine oder die andere Seite zu ziehen. Doch dieser Tag ist noch nicht da. Er dachte zweifellos, nur so würde seine Botschaft verstanden. Außerdem tat er es, weil er es konnte. Dank guter Vorbereitung und beständiger Wachsamkeit. Mein Hofzauberer Farengar forscht unermüdlich nach Wegen, diese Schreckenswesen zu vertreiben. Wir benötigen auch genügend Wasserreserven, um die Feuer bekämpfen zu können, die sich nach einem Angriff unweigerlich ausbreiten werden. Doch unsere wirksamste Waffe? Der Mut. Denn sollten wir es nicht schaffen, die Bestie zu töten, müssen wir zumindest den Willen aufbringen, sie zurückzutreiben. Bis tapfere Helden erscheinen und diese Monster vernichten, ist dies alles, was wir tun können. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen.